Hallihallo, liebe Trader, willkommen zu unserer wöchentlichen Zusammenfassung. Lasst uns anschauen, was wir Vorhersagen und Analysen nicht gemacht haben. Was für Trades. Los geht's. Also, am 4. September sahen wir schon hier im Euro-Dollar, der Markt ist voll mit Damani-Käufern, die grünen Bars. Über den Preis haben wir überall Long-Position des dummen Geldes. Insgesamt expandiert die Kaufaktivität des dummen Geldes. Demnach wissen wir, der Ausblick ist bearish. Und schon geht es am nächsten Tag runter gegen diese Damani-Käufer. Sie versuchen hier Reversal zu kaufen, billig in den Markt einzusteigen. Und daraufhin werden sie von dem schlauen Geld gesehen und aus dem Markt gedrückt. Ihre Stops werden abgegriffen. Hier im Tageschart sehen wir klar, dass Damani kauft und schon geht es Richtung Süden. Also Dollarstärke als Resultat der Marktstruktur. Dann geht der Markt seitwärts. Wir haben unter dem Preis diese ganzen Stop-Akkumulationen, die Short-Term-Stops. Bis Freitag endlich auch ein paar Shorties reinkommen, dementsprechend Pullback nach oben. Aber diese gehen schnell raus und schon geht es wieder runter gegen die Longies. Ja, zack. Also keine komplexe Geschichte, wir haben es oft gesehen, nicht schwierig vorherzusehen, dass es Dollarstärke geben wird. Im Cable ein bisschen ähnlich das Ganze, hier am 6. sieht man klar, ja, die Longies kamen auch rein, dementsprechend drücken die Algos nach unten, säubern die ganzen Tiefs hier auf dem 4-Stunden-Chart und das dumme Geld kauft, während das schlaue Geld verkauft. So einfach ist das. Dann am Freitag, nachdem quasi dieses Low hier auch gesäubert wurde, gibt es einen kleinen Pullback, aber auch danach schon sieht man, unter dem Preis ist immer noch auf dem Tageschart dieser 200-Tages-Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt. Sie möchten gerne die Algos, diesen auch säubern mit den Stops drunter, zack, und schon ging es nach unten, wie vorher gesagt. Die Kausalität erlaubt es, effizient vorherzusagen. Weiter geht's, Euro-Pfund, dort hatten wir erst dieses MTS, das mittelfristige Stop unter dem Preis, man sieht auch hier am 5. am Tageschart, der Ausblick ist eher bearish, da sind auch Damani-Käufer im Markt und dann werden diese gesäubert. Aber dann gibt es innerhalb der Range ein MTS über dem Preis. Jenes wird dann auch anvisiert, sobald die Shorties reinkamen. Schöner Long-Trade dort. Sobald dann das MTS gesäubert wurde mit einem leichten Überschuss, geht es dann wieder runter unter dem Preis MTS. Dementsprechend ein Short-Trade. Australischer Dollar, wie vorhergesagt. Runter bewegt sich der Markt gegen dieses MTS und zack, toller Trade, einer der besten, Longies kam rein und das Ganze geht komplett gegen Süden. Hier am Tageschart sieht man das, da kam irgendwann ein paar Shorties rein und dementsprechend ein Pullback. Kiwi Dollar, tolle Vorhersage, 4.9. um 7 nach 7. Ich schreibe, Kiwi Dollar is predicted, the SM implemented an H4 reversal down against the Longies. Also bearish, Longies im Markt, der Preis wird runtergehen. Und so ist es auch. Toller Short Trade, einer der besten der Woche. Verkaufstrade gegen die Damani-Käufer. Okay, so ist das. Dann am 6. haben wir plötzlich einen Options-Strike-Target nach oben hin. Das habe ich auch gekauft. Und tatsächlich kam der Preis schön in Richtung des Ziels. Auch eine tolle Sache hier. Dollar Cut. Diese Zone hier wurde gesäubert gegen die Damani-Verkäufer, die roten Bars. Der Outlook war bullish hier, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Danach war der Markt ein bisschen neutral und ich bin weggeblieben. Dollar-Yen, wie vorher gesagt, schon letzte Woche. Weiter ging es nach oben gegen die Damani-Shorties. Das Riesen-Grail-Pattern hier füllt sich, die Stops wurden genommen. Eine sehr coole Vorhersage. Bis dann irgendwann auch ein paar OSTs nach unten zeigen und ein paar Shorties wieder rausgegangen sind. Und es ein bisschen Damani-Switch gibt. Aber jetzt ist natürlich Dollar-Yen komplex. Entweder kommen Longies rein, es gibt einen Switch nach unten, oder es kommen Shorties rein und diese LTS werden genommen. Eigentlich ziemlich einfach. Pound-Yen, wunderschöner MTS-Run nach oben hin. Die Algos nehmen dieses Preistarget raus, überschießen leicht, nehmen nach unten hin das MTS raus. Also spielen jetzt Zickzack, Pac-Man, ja, mehrfach. All diese Dinger sind tradable. Bis dann am Freitag, man sieht am Tageschart, wir haben einen Damani-Switch, Longies sind im Markt. Wenn mehr Longies reinkommen, kann der Preis komplett nach unten gehen, weil auch die Shorties rausgehen. Ja? Weil zum Beispiel die MTS füllen dann runter, das wäre so eine Thematik, die man für nächste Woche im Hinterkopf haben sollte. Euro-Yen, schöner Long-Trade zum MTS hin erstmal. Was dann geschah, war
hier auf dem 30er-Minuten-Chart wurden die beiden rausgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Woche nochmal hochgehen und das große MTS hier oben auch noch auf dem Stundenchart nehmen. Euro Aussie, Verkäufer kommen rein, klassischer 4-Stunden-Reversal mit Grey Pattern auf dem 5-Stunden-Chart. Wer das gefangen hat, gut gemacht. Und dann später MTS unter dem Preis, also geht es nach unten hin. Ich habe den Short Trade zum MTS genommen. Präzise Pullback wieder hoch vom MTS. Präzision. Pound Aussie, erst hatten wir Long UST, ist Option Strike Target. Und man konnte hier nach oben hin traden. Das war auch eine tolle Sache. Dann kam MTS unter dem Preis, auch das wird genommen. Und nochmal erneut in die andere Richtung. Gold, ihr erinnert euch nach dem House Clean hier. Da man die Käufer kommen in den Markt, die grünen Bars, Verkäufer verlassen den Markt. Man sieht die abfallende Squeeze-Linie und schon wissen wir, es wird nach unten hingehen. Zack, die ganzen Wegchen zur gegenüberliegenden, zum gegenüberliegenden Kanalband und dann am Freitag etwas neutral da nach dem Pullback. Ähnliche Geschichte mit dem Silber hier am 4. Nach unten geht es gegen die Damani Longis. So funktioniert die Geschichte. Das Gegenteil von Supply and Demand, das Gegenteil von Angebot und Nachfrage. Ein Reverse Grail Pattern hier runter gegen die Käufer geht's. Und diese OSTs auf dem Stundenchart werden gefüllt. Toller Short Trade. Auch einer der besten. Ja. Ihr seht, die Woche ist wieder einfacher im Vergleich zu den letzten beiden Wochen zum Beispiel. Ja. Bitcoin, das war auch interessant. Wir haben über den Preis MTS, also Stops. Jene werden von den Algos rausgenommen und sofort geht es wieder nach unten gegen die Longis wie ein Uhrwerk. So funktioniert der Markt, okay. Lasst euch keinen Quark erzählen. Es geht um Angebot und Nachfrage. Nein, es geht darum, dass das dumme Geld vom schlauen Geld von den Algos gejagt wird, dass die Algos den Markt in der Hand haben, Stop-Hands durchführen, Positions-Hands durchführen. Aber das Ganze halt auch nach ganz bestimmten Präferenzen umsetzen, wie ich das genau erklärt habe mit der Kausalität. Dies hier ist der einzige Ort im Internet, wo ihr das wirklich lernen könnt. Ein nackter Preischart zeigt uns rein gar nichts, okay? Es gibt viele populäre Herangehensweisen heutzutage, die behaupten, man kann im nackten Chart irgendwas lesen. Das ist absoluter Quark. Konsistent geht das nicht. Man muss sehen, wie die tatsächliche Marktstruktur wirklich aussieht. Und Marktstruktur ist nicht der nackte Preis, okay? Also, schöne Sache. Ich wünsche euch alles Gute, habt ein schönes Wochenende und Happy Trading für nächste Woche.